Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelations. Ja, es kommen noch ein paar Folgen und zwar, wie ihr seht, haben wir da ein paar Säulen, die wir jetzt... Moment. Das ist noch gar nicht alle an. Wie viel brauche ich dafür? Eine. Okay, diese Säulen funktionieren einfach nicht. Okay, perfekt. Wir haben hier diese, vier Säulen, fünf Säulen. Und die werden wir jetzt nach und nach durchgehen. Ich weiß nicht, ob das alles in eine Folge passt und... Ja, es tut mir echt leid. Ich hab's verkackt. Ich habe jetzt wochenlang nicht aufgenommen, weil die letzte Assassin's Creed-Sitzung ist ein bisschen her. Und ja, es ist 5 nach 12. Ihr habt richtig gelesen. Morgen ist ein schöner Tag. Ich sag's euch, morgen ist ein schöner Tag. So, sind Sie sicher, dass Sie Desmonds Reise Teil 1 Zweifel beginnen möchten? Oh ja. Ich weiß nicht, ob ich das in eine Folge rein tue oder in zwei. Das werden wir dann sehen. Aber offensichtlich ist das Spiel sowieso abgekackt, oder auch nicht? Animus 2.03. Animus 2.03. Also unserer. Der von den Guten. Desmond Miles DDNA? Er liest unsere DNA? Unglaublich. Das muss der Kern des Animus sein. Keine Simulation, keine Umgebung. Ich spüre nicht mal meinen Körper. Alles sind nur Daten. Bin ich überhaupt ich selbst? First Person. Oder bin ich nur ein Computerprogramm? Alter Schwede, das ist eklig, First Person Assassin's Creed zu spielen. Wie würde das Ganze jetzt funktionieren? Springe ich ganz normal? Also ich kann springen. Das kann ich. Ich kann springen. Das ist alles, was ich kann. Und ich höre auf jeden Fall meine Schritte. Wo sind wir hier? Was soll denn das? Jetzt mal ernsthaft. Was soll denn das? Was ist denn das? Was bringt uns das? Was wäre ich runtergefallen? Aber ich glaube, durch... Das macht nicht mal einen Unterschied. Die existieren ja hier gar nicht. Das sind nur Daten. Was ist das? Zeigst du mir etwa den Mittelfinger? Nein, doch nicht. Ich dachte schon. Okay. Dann gehen wir da halt lang. Mein Zuhause. Hier wurde ich geboren. Achso. Die Farm. Ja, sie nannten es die Farm. Meine Eltern, zwei Dutzend Paare, einige Kinder, eine Kommune, im Wald versteckt. Das ist die Farm. Sieht ziemlich, weiß nicht, abgeschieden aus. Für einen Urlaub okay, aber jetzt nicht ewig. Ich denke mal, da habe ich nicht mal Internet. Wie kann man denn heutzutage ohne Internet leben? Ja, liebe Kinder, damals haben wir ohne Internet gelebt. Ja. Häuser in den Black Hills. Genau. Blauer Himmel, Feuerstellen, Wind und Benzingestank. Die Generatoren liefen Tag und Nacht. Ich erinnere mich. Ja, damals haben wir ohne Internet gelebt. Kennt ihr euch auch? Wir lebten einfach, fast wie Nomaden. Weit weg von allem. Immer bereit, alles sofort einzupacken und zu verschwinden. Falls wir entdeckt wurden. Falls die uns entdeckten. Abstergo? Jedenfalls damals haben wir ohne Internet überlebt. Ich kann euch mal eine Geschichte erzählen. Als das erste iPhone rauskam, ich wollte es unbedingt haben. Wieso gucke ich eigentlich in meine Kamera, die ist nicht aktiv. wollte ich sie unbedingt haben. Und hab's mir auch geholt. Ich habe mir extra einen Job besorgt, um einer der ersten iPhone-Besitzer zu sein. Und hatte dann ein iPhone. Und ich habe Blut geleckt. Man war plötzlich mobil mit dem Internet, überall. Irgendwann ist mein Handy kaputt gegangen. Und ich habe es echt stark vermisst, obwohl ich erst nur ein Jahr mit dem Internet rumgelaufen bin. Die Farm. Es war nicht wirklich eine, oder? Keine echte Farm. Wir pflanzten Gemüse an. Aber ich erinnere mich nicht an Tiere. Ein paar Hunde vielleicht.
Was denn sonst? Auf jeden Fall damals. Ich muss sagen, man kann nur etwas vermissen, wenn man es kennt. Es ist genauso wie wenn man älter wird. Wenn du als Kind eine Freundin hattest, also als Kind hat man normalerweise keine feste Freundin, und du dann irgendwann deine erste Freundin hast, dann kannst du plötzlich nicht mehr ohne eine Frau. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo du nicht weißt, wie das Gefühl ist, vermisst du es auch nicht. Die Assassinen. Ich wurde hineingeboren. Ich hatte keine Wahl. Es ist ein Geburtsrecht. Du bist ein Assassine, sagten sie. Was sollte das nur heißen? Dass du ein Assassine bist. Nimm's doch mal wörtlich. Seit meiner Kindheit hörten sie nie auf, das zu sagen. Du bist ein Assassine. Du bist ein Assassine. Und das ist unser Credo. Hört sich cool an. Also mich würde es schon interessieren, wenn meine Familie mir die ganze Zeit sagt, du bist ein Assassine. Nichts ist wahr. Was sollte das heißen? Eine Welt ohne Sinn? Alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt. Sag ich doch. Sollte Hellseher werden. Alles, lieber Desmond, alles. Du darfst dir ruhig Pornos reinziehen. Alles ist gut. Als Assassine darfst du alles. Auch wenn es ein Schwulenporno ist. Darf die ja nicht interessieren, ne? Und die Steuerung ist so eklig. Die ist so verdammt eklig. Sie suchen nach uns. Und sie werden nicht aufhören, bis jeder einzelne von uns tot ist. Ja, eine Zeit lang habe ich geglaubt. Aber ich habe nie verstanden. Das ist das Problem, wenn man in was hineingeboren wird. Glauben, ohne zu verstehen. Alle waren so ernst. Und ängstlich. All das Gerede von Assassinen und Templern. Dem Ende der Welt. Ich würde gerne herausfinden, was dahinter noch ist. Dann laufe ich damit einmal nur rum. Damit läuft man einmal rum. Naja, jetzt ist zu spät. Die Steuerung ist so träge, so fast wie bei Doom. Die Steuerung ist fast wie bei Doom, nur noch träger. Man glaubt zu fliegen. Das ist schwer zu beschreiben. Ist ganz merkwürdig. Als wenn sie das erste Mal ein First-Person-Abenteuer gemacht hätten. Haben sie jemals First-Person gemacht? Dishonored, glaube ich, ne? Lebe nach dem Credo, Desmond. Decke deine Kraft. Huch. The fuck? Und herzlich willkommen bei Minecraft. Für Arme. Oh, gib mir den Beat. Oh, es geht gar nicht schneller. Schade. Jeder Mensch hat seine Grenzen. Ich weiß nicht mehr, wann ich aufhörte zu glauben. Ab wann es mir egal war. Hallo? Okay, ich kann das nach oben neigen, aber nicht nach unten. Ja, gut, egal. Obwohl nach oben kann ich auch steigen, oder? Nein. Crazy ist denn das? Ich baue mir meinen eigenen Weg. Das klang alles so lächerlich. Wenn ich das Wort Templer hörte, musste ich lachen. Und Assassinen, vergesst es. Crazy ist denn das? Was ist das? Ein uralter Krieg, sagten sie. Ein endloser Kampf. Doch mir war es egal. Wer hätte gedacht, dass man ein Kind mit Kriegsgeschichten langweilen kann? Ich? Mehrspieler-Emblem erhalten. Ah. Hätte ich drauf verzichten können.
Doch, ich kann mit X Blöcke entfernen. Cool. Hätte man mir ruhig vorher sagen können. Ich schätze, ich war einsam. Allein unter Menschen. Ich hätte es ihnen sagen sollen. Vielleicht hätten sie zugehört. Wenn ich nur zurück könnte. Wenn ich mich nur entschuldigen könnte. Tja, das wird sich zeigen, ob du das kannst, lieber Desmond. Verstehe nicht ganz. Wo soll ich hin? Hier nach oben. Am Anfang. Hier ist die Tür. Ich glaube, ich war gerade auf Droge. Alter, was war denn das? Subjekt 17. Anima. Anima steht für Animus. Eine Anima-Datei, eine Animus-Datei. Okay, crazy. Kriegen wir hier irgendwie Hintergrundstories? Ist es das? Ich bin aufs nächste Tor gespannt. Wie es aussieht, machen wir pro Folge 2 Tore. Aber es sind, glaube ich, 5 insgesamt, ne? 3, 4, 5. Ja, das heißt, wir machen auf jeden Fall heute mindestens 2. Sind Sie sicher, dass Sie Desmonds Reise Teil 2, das Training, beginnen möchten? Tatsächlich, es geht hier nur um Geschichte. Also entspannt euch, lehnt euch zurück und genießt die Geschichte. Subjekt 17 wird geladen. Miles Desmond DNA oder DDNA. Wofür steht das D davor? Data DNA? Das klingt logisch. Eine Datei. DNA. Erinnerungssequenz archiviert. Leerlaufparameter werden neu kalibriert. Auf ins nächste Abenteuer. Was für Glocken? Die Morgenglocke. Gott, hab ich die gehasst. Sie läutete 5 Tage die Woche kurz vor Dämmerung. Wir Kinder mussten noch vor den Vögeln aufstehen. Los, Desmond, steh auf, nicht trödeln. Frühsport, jeden Tag. Dann schnell am Bach waschen. Und Haferflocken und Apfelsaft zum Frühstück. Bah. Ist das Italien? Rom? Crazy. Gut, dann müssen wir ein bisschen tricksen. Bin ich am Anfang ein bisschen verkackt. Okay, wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Blöcken. Das kann ich euch so sagen. Ach, Dreck. Wir haben nur 3 Blöcke. Ist das denn ernst oder was? Wo fliegst du hin? Was soll denn das? Okay, so wird es schon mal nichts. Ich hoffe, ich muss nach oben. Ich fliege zurück? Diese Partikel, sie fliegen zurück, also fliege ich auch zurück. Das ist crazy. Und somit fliegen wir nach oben. Das ist cool. Hallo? Okay, machen wir so. Verrückt. Ich bin sicher 1 Million Meilen marschiert, bevor ich 10 war. Aber es war nett.
Ich mochte es draußen in den Bergen. Die Stille, die frische Luft, den tiefen, dunklen Wald. Das Knirschen der Stiefel auf dem Kies. Sieht man Rapid City von hier? Nein, nein. Das ist viel weiter östlich. Scheiße. Ganz ehrlich, ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn ich runterfalle. Ja. Okay, gehen wir ein bisschen früher los. So sind wir auch früher auf der richtigen Reichweite. So, dann gehen wir noch so rüber. Jetzt ernsthaft, bin ich noch zurück hier. Kleines Puzzle für zwischendurch, ja? Oh mein Gott. Das sieht schwer aus. Die wandern. Die Dinger wandern. Auch nach unten. Ja, kann das gut. Nach unten ist immer gut. Kann ich nämlich an dir einfach vorbeischleichen. Einfach vorbeischleichen, sagt der Zero. Ja. Kannst du da bitte mal hochspringen? Das stimmt mit dir nicht. Achso. Geh ich unten drunter. Oh nein, es kommt näher. Leck mich halt. Ich krieg hier die Krise. Ja, baus noch höher, bitte. Scheiße, Mann. Okay, ich glaube, so geht das. Was ist das jetzt für rotes Zeug? Ich vermute, ich kann da nicht bauen. Gut, rot bedeutet, du darfst nicht bauen, Digga. Nein, rot ist so eine Art Firewall. Könnte ich mir vorstellen. Hier bricht sie ab. Sackte er und fiel zu Boden. Hier geht die Dinger runden. Vielleicht müssen wir uns einfach nur beeilen. Nein. Fuck. Okay. Was leuchtet da? Irre Geräusche. Wahrscheinlich diese Multiplayer hast du nicht gesehen. Ja. Haben wir letztens auch gehört. Aber da wusste ich das noch nicht. Ja, Emblem 2 habe ich nicht bekommen, aber ganz ehrlich. Ich pfeif drauf. Worum es in diesem Krieg geht? Wofür wir kämpfen? Die haben mir nie viel erzählt. Gerade genug. Und immer verschleiert. Geheimnisumwoben. Zu meinem Schutz, sagten sie. Also blieben wir versteckt, draußen in den Black Hills. Hätte irgendjemand entdeckt, wer wir waren oder was wir taten, so hätte das fatale Folgen gehabt. Sie sind überall, Desmond. Haben überall ihre Finger drin. Politik, Krieg, Finanzen, Hightech, Landwirtschaft. Die Menschheit schläft und während sie träumt, baut Abstergo einen Albtraum. Abstergo. Zum ersten Mal, als ich diesen Namen las, war es auf einer Packung Ibuprofen. Mom lachte, als ich sie danach fragte. Es gibt keinen drin, sagte sie. Wir müssen unsere Schlachten wählen. Es gibt so viele davon. Diese Grundstimme kommt mir bekannt vor. Im amerikanischen Haushalt gäbe es zu jeder Zeit mindestens 3 Dutzend Produkte von Abstergo. Der Versuch, sie auszusortieren und wegzuwerfen, wäre ein Vollzeitjob. Abstergo? Das ist es also. Abstergo, die globale Verschwörung. Die Finger überall drin. Regierung, Firmen, Universitäten. Bei Mom und Dad klang es so bedrohlich. Aber es fühlte sich nicht bedrohlich an. Ein Feind braucht ein Gesicht, aber ich sah nur eine Packung Schmerzmittel.
Ja, Abstergo ist halt ein Pharmaunternehmen. Über Desmond. Das ist natürlich schwer, da irgendwie dahinter zu kommen. Scheiße. Okay. Meine Datei ist zerstört worden. Das ist eklig, Freunde. Das, liebe Freunde, ist eklig. Immerhin bleibt mir die Hälfte. Aber ganz ehrlich, wie will man ein so großes Unternehmen aufhalten? Die Assassinen, die haben eigentlich nichts, außer vielleicht ihren Glauben. Aber ansonsten haben die doch nichts. Abstergo müsste sie eigentlich schon alle gefunden haben. Muss ich mir aber nur vorstellen, was für eine Macht Abstergo hat. Wow, das ist verwirrend. Aber egal, wir haben es geschafft. Ist das crazy, Freunde. Tut mir leid, dass ich so still bin, aber das... Mir gruselte es eher vor dem Training. Schweiß, Tränen und hier und da eine blutige Nase. Fokus, Desmond, Fokus. Wie weit wollten Sie mich wohl treiben? Stärke, Tempo, Beweglichkeit. Keine Ausreden. Ich hielt es nicht aus. Wozu das alles? Jahr für Jahr dachte ich, irgendeine riesige Katastrophe stünde kurz bevor. Ich wusste nicht, was zu erwarten war. Hier ist immer wieder so ein Symbol, aber ich scheiße jetzt mal drauf. Ich lebe riskant. Mein Leben ist riskant. Ich bin Assassine. Das tat weh. Eines Tages wirst du verstehen. Du wirst sehen. All die Mühen, sie werden sich lohnen. Versprochen. Wenn sie ehrlicher gewesen wären, mir mehr Sachen und Orte gezeigt hätten, vielleicht hätte dann alles mehr Sinn ergeben. Vielleicht hätten sie die Kinder aufklären sollen. Ich meine, die müssen doch wissen, worum es geht, weil später sind sie die Assassinen, die erwachsenen Assassinen. Es kann doch nicht sein, dass man Kinder einfach mal nichts sagt und sich dann wundert, warum sie abhauen. Okay. Assassin's Creed mag es nicht durchs Hintertürchen. Das war das Training. Gut, Freunde. Wir haben jetzt zwei Sachen schon herausgefunden. Und morgen sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.